bei Nerdfallmedizin, wieder mit Silja, Teil 3. Wer Teil 1 und Teil 2 verpasst hast, erstens, wie bereite ich einen neugeborenen Versorgungsplatz vor? Und Teil 2, was sind so die Basismaßnahmen eines Neugeborenen, was auf die Welt kommt und erstmal ein bisschen Unterstützung braucht? Das Kind kommt auf die Welt, hat Probleme beim Atmen, ist schlapp, und wir haben aber die Basics schon gemacht, die da nochmal kurz waren, Kind abtrocknen und 5 suffiziente Play-Manöver. Und jetzt, wie geht's weiter, Silja? Was sind so die Optionen, die ich dann habe? Genau. Also unter der Prämisse, dass unsere Blähmanöver wirklich, wirklich suffizient waren, schauen wir natürlich weiterhin auf den Wärmeerhalt. Das jetzt in der Aufregung bitte unter keinen Umständen vergessen, das Kind ausziehen und Fenster aufreißen, weil uns selbst so heiß ist vor Aufregung. Wärmeerhalt weiterhalten und natürlich den Hilferuf nochmal dran denken, dass man sich da irgendwie Unterstützung holt. Wie geht's jetzt weiter? Wir haben die 5 Blähmanöver durchgeführt. Der Brustkorb hat sich auch super gehoben. Das sah ganz einwandfrei aus. Jetzt beurteilen wir das Kind erneut. Und zwar nehmen wir da wieder unser Stethoskop zur Hilfe, hören auf das Herz und beurteilen, ist die Herzfrequenz über 100 oder unter 100. Ist sie über 100? Erstmal, haben wir vorhin schon gesagt, ganz gutes Zeichen. Dann aber noch wichtig, dass das Kind jetzt auch suffizient atmet. Also dass das jetzt nicht irgendwie nur hin und wieder mal so ein bisschen vor sich hin knirkst oder einfach eine deutlich zu langsame Atemfrequenz hat oder der Brustkorb sich nicht vernünftig hebt. Also hat es eine Herzfrequenz über 100 und atmet Suffizienz. Alles gut, jetzt kann es normal weitergehen. Herzfrequenz über 100, aber insuffiziente Atmung. Dann würden wir uns jetzt 30 Sekunden Zeit nehmen und jetzt ganz normale Beatmungen in der normalen Frequenz, mit der normalen Dosierung quasi, 30 Sekunden durchzuführen. Da natürlich auch darauf achten, dass die vernünftig ankommen, gegebenenfalls Hilfsmittel dazu nehmen, vielleicht auch Hilfsmittel, die wir jetzt vorhin nicht gleich auf unserem Erstversorgungsplatz bereitgelegt haben, aber das andere Material sollte ja in der Nähe sein, also mit Gürteltuben für Kinder, weil ich da neulich so ein schönes Bild auf eurem Instagram-Account gesehen habe, Gürteltuben für Kinder oder wenn man mit Rachentubus sich auskennt, natürlich auch sowas in der Richtung. Wenn man Unterstützung braucht, zu einer vernünftigen Beatmung, die natürlich nehmen. Und weil du bist ja da erfahren, aber die Beatmungsfrequenz, glaube ich, nochmal ganz kurz als Reminder, ist natürlich nicht 12-mal pro Minute, ne? Dann wird das Kind weiter hypoxig, sondern etwa 40-mal pro Minute, wer so ein Neugeborenes, da wird man ganz gut dabei. Ganz kurze Zwischenfrage, Gürteltubus, den kleinsten, jemals schon mal verwendet? Nein, tatsächlich nicht, nur die Eichel-Maske, die kleinste. Ach, da bin ich beruhigt, das Ding ist verdammt klein. Okay, jetzt haben wir das Kind 30 Sekunden lang beatmet. Gehen wir mal davon aus, dass das Kind eine initiale Herzfrequenz hat von 55 oder 50. Ganz schlecht. Also wenn es nach unseren Blähmanövern, die wirklich suffizient waren, ich kann es nicht oft genug sagen, eine Frequenz von unter 60 hat, dann heißt es für uns, jetzt wird es eben doch eine Reanimation im klassischen Sinne. Das heißt, jetzt beginnen wir auch mit der Herzdruckmassage. Allerdings müssen wir uns jetzt leider die dritte Verhältnismäßigkeit in den Reanimationen merken. Und zwar ist das beim Neugeborenen ein Verhältnis von 3 Herzdruckmassagen zu einer Beatmung. Da stellt man einfach auch die Oxygenierung nochmal ganz schön in den Fokus und noch setzt die Anzahl der Oxygenierungen nochmal herauf. Das heißt, 3 Herzdruckmassagen, im Idealfall in der 2-Daumen-Technik, das heißt, das Kind umgreifend mit 2 Daumen im unteren Drittel des Brustbeins. Das wäre die suffizienteste Lösung. Zur Not, wenn es aus Platzgründen oder bei XS-Handschuhhänden nicht geht, natürlich auch die 2-Finger-Methode. Suffizienter wäre aber die 2-Daumen-Methode. Das heißt, 3-mal drücken, 1-mal beatmen. Das ist dann eine recht hohe Frequenz, da geht es ganz schön zur Sache, wenn man das mal trainiert. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist eine ganz ordentliche Schlagzahl. Und das führt man dann immer 30 Sekunden durch und führt dann wieder eine Neubeurteilung durch. Okay, ich glaube, damit ist natürlich schon auch ein erfahrenes Team ziemlich gut beschäftigt. Aber bei der Erwachsenenreanimation, da würde ja jetzt jeder sofort auch rufen, ja, Supra, Amiodaron schon mal aufziehen, Zugang,
Wie ist da der Stellenwert beim Neugeborenen? Ich meine, einen Zugang legen beim Neugeborenen ist ja überhaupt gar kein Problem, oder? Weiß nicht, wenn du da das so häufig auf deiner Station hast, dann ist das vielleicht kein Problem. In der Regel ist es, glaube ich, für den normalen Retter, der jetzt auch nicht vielleicht gerade Kinderanästhesie-Erfahrung hat, der Notarzt, einfach total schwierig, beim Neugeborenen Zugang zu legen, logischerweise. Zugangswege wären zum einen der Nabelvenenkatheter, aber auch da, wenn man das jetzt noch nie gesehen, gemacht, sich damit befasst hat, ist das jetzt vermutlich nicht der richtige Zeitpunkt, um es das erste Mal auszuprobieren oder sich zu überlegen, wie könnte das gehen? Was ist überhaupt die Nabelvene? Wo ist sie überhaupt? Wo muss ich hin? Das ist dann auch nicht der richtige Zeitpunkt. Also eher eine theoretische Lösung. Besser wäre dann da die ICLO, die eigentlich zumindest bei uns in Bayern auf allen Rettungsmitteln verlastet ist inzwischen. Die kann man in ihrer klassischen Form verwenden, wenn man eine sensible Wand, Hand, eine sensible Hand hat und das vielleicht auch schon mal geübt hat, das entsprechend sensibel zu verwenden. Ansonsten kann man diese Nadeln, die dabei sind, auch mit der Hand reindrehen. Was davon geeigneter ist, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist, so ein neugeborener Knochen ist auch wahnsinnig dünn und da ist schon viel Sensibilität gefragt. Und vor allem natürlich ganz wichtig, das davor mal testen, dass die auch wirklich richtig liegt und wir jetzt da nicht gleich einen dicken Unterschenkel haben, aber keinen Effekt. Da gibt es ja auch bei manchen Rettungsmitteln noch die Gucknadeln, die guten alten, ne? Diese mit so einem Knauf oben. Das ist ja auch beruhigend zu wissen, dass man die bei den Neugeborenen ganz gut reinbekommt, weil bei Erwachsenen ist man da oft chancenlos. Genau, also von daher, super Tipp finde ich, dass man das auch gut mit dem Finger einfach reindrehen kann, vorsichtig. Genau. Ansonsten, das sind natürlich Sachen, die parallel laufen sollten, während weiter diese 3 zu 1 Herzdruckmassage und Beatmung läuft. Der Zeitpunkt, an dem ich jetzt anfange, da auch wirklich eine Herzdruckmassage durchzuführen, was, muss man jetzt auch mal sagen, ein wahnsinnig winziger Anteil ist. Also wenn man das so pyramidenartig sieht, dann werden die meisten Kinder mit einer Stimulation anfangen, vernünftig zu atmen. Wenige brauchen dann mal Blähmanöver. Wirklich wenige brauchen eine Herzdruckmassage und extrem wenige werden dann, was jetzt noch kommt, über unseren Zugang Medikamente brauchen. Also das muss man auch mal ganz realistisch betrachten. Okay, auch das ist ja immer beruhigend. Und jetzt gehen wir mal davon aus, Medikamente, das Medikament schlechthin, Adrenalin. Wie zieht ihr das ideal auf? Weil das ist ja bei Kindern, ist ja das Hauptproblem meistens, dass Über- oder Unterdosierungen stattfinden, weil man mit den Verdünnungen unsicher ist, mit den Applikationsarten unsicher ist und so weiter. Habt ihr da ein Standardschema für euch, was man vielleicht an alle anderen auch ganz gut empfehlen kann? Genau, also ich bin selbst jetzt nicht der hervorragende Dreisatzrechner, deswegen brauche ich da einfache Hilfsmittel. Wir ziehen uns tatsächlich das normale Adrenalin in eine 10er Spritze 1 auf 10 auf, sprich 1 Milliliter Adrenalin, 9 Milliliter Nazel. Dann hat man diese 1 zu 10.000er Verdünnung, wo es dann aber auch schon schwierig wird zu rechnen. Schließen dann an diese 10 Milliliter Spritze vorne einen Drei-Wege-Hahn an. Und an diesen Drei-Wege-Hahn eine 1-Milliliter-Spritze, diese Insulinspritzen oder die wir haben, glaube ich, jetzt auch viele dabei mit dem MAD. Und können uns dann über die Drei-Wege-Hahn aus unserer 1 zu 10.000er Verdünnung quasi 1 Milliliter abziehen. Und dann wird es relativ einfach. Wir müssen dann pro Kilogramm Körpergewicht des Kindes 0,1 Milliliter dieser 1 zu 10.000er Verdünnung geben. Haben dann 0,01 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Sprich, bei einem normal reifgeborenen Neugeborenen etwa 3 bis 4 Kilogramm, ne? Hängt ein bisschen davon ab, aber man ist, glaube ich, mit 0,3 Milliliter meistens ganz gut dabei, 0,3 bis 0,4. Denke auch. Ist Ne? jetzt nicht der Zeitpunkt, glaube ich, um die Küchenwaage rauszuholen, aber so eine grobe Abschätzung kann man ja vornehmen. Die Silvia hat das übrigens grafisch wunderbar aufbereitet. Nicht ganz, der Kollege, aber. Silvias Kollege, es war einmal eben schon im Bild eingeblendet, aber wenn ihr es euch nochmal anschauen wollt, gibt es das in den Shownotes verpackt. Finde ich ein ganz toller Tipp. Okay, ich glaube tatsächlich, wie würdest du das so sagen, alle anderen Reanimationsmedikamente, Amiodaron, ist das ein Medikament, was wirklich in der Pädiatrie
bei der Neugeborenenversorgung gängig ist? Ich würde jetzt mal sagen, nein, dass das extrem selten verwendet wird. Ich habe jetzt noch nicht davon gehört, in meinen Fällen ohnehin bisher nicht. Also ich glaube, das können wir jetzt da mal außer Acht lassen, um da nicht für Verwirrung zu sorgen. Also wenn das Adrenalin schon mal richtig aufgezogen ist, glaube ich, dann haben wir schon mal viel gewonnen. Genau. Und sehe ich nämlich genauso. Also ich glaube, das ist das Medikament Nummer eins. Ein Amiodaron kommt erst ganz, ganz, ganz weit hinten. Wenn Pädiater das anders sehen, gerne Zuschriften an mich. Ich lasse mich da gerne belehren. Theoretisch wäre die Dosierung 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, damit man es mal gehört hat. Und was cool ist, wenn wir das pur in eine 1 Milliliter Spritze aufziehen, dann nehmen wir genauso viele Teilstriche wie von unserem verdünnten Adrenalin. Für die Nicht-Rechenkünstler. Und damit habe auch ich wieder was gelernt. Optimal, okay. Zwei andere Medikamente gibt es, die bei Neugeborenen immer so ein bisschen angebracht werden. Das ist die Glucose- und Volumen-Bolus. Blutzuckermessung beim Neugeborenen, macht ihr das regelhaft? Und wenn ja, wo? Weil am Finger, die sind ja winzig klein. Ne? Ja, das ist schon, möchte man ungern machen und ist auch schwierig. Tatsächlich machen wir das relativ regelhaft, auch bei einem vitalen Neugeborenen, weil so eine Geburt ist auch einfach fürs Kind auch Stress und anstrengend und der Stoffwechsel ist ordentlich gefordert. Also die und die Temperaturmessung machen wir auch regelhaft bei einem vitalen Neugeborenen. Die Blutzuckermessung nehmen wir an der Ferse vor. Also die kann man ganz schön so ein bisschen in die Hand nehmen und kann dann ganz gut an der Ferse eine Messung machen. Okay, und dann gibt man, glaube ich, 10%ige Glucose als Empfehlung. Und beim Volumenbolus, also wenn man jetzt sieht, das Kind wirkt exsikiert, da ist, glaube ich, die Empfehlung ja 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Hast du da einen Tipp? Denn das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Dann mache ich da die 500 Milliliter Ringer, die stelle ich schnell tropfend. Es wird wahrscheinlich nicht mega schnell reintropfen bei den kleinen Kindergefäßen, aber nehmen wir mal an, so ist es und ich mache 10 Minuten rum, dann sind 500 Milliliter im Kind schlecht. Genau, das wollen wir natürlich nicht. Wenn wir das jetzt mal so durchrechnen, wie viel brauchen wir dann pro Kind, wenn wir vielleicht sogar erstmal noch vorsichtig starten wollen mit einem noch kleineren Volumenbolus, beispielhaft, wir wollen jetzt insgesamt 30 Milliliter verabreichen. Wir bauen uns an die Infusionsleitung wieder mal einen Drei-Wege-Hahn und an diesen Drei-Wege-Hahn eine Perfusorspritze, in die wir dann 50 Milliliter abziehen können, den Drei-Wege-Hahn drehen und diese 50 Milliliter über die, oder 30 Milliliter, je nachdem, wie viel wir eben geben wollen, über die Perfusorspritze geben und dann genau wissen, wie viel wir jetzt da gegeben haben. Guter Hinweis, immer vorsichtig anfangen, was drin ist, ist drin, sagen die Anästhesisten immer. Und nachgeben kann man meistens immer. Okay, Silvia, damit haben wir eine ganze Menge ganz tolle Themen durchgesprochen. Ich habe für mich wieder einmal gemerkt, dass ich das Thema einfach regelmäßig wiederholen muss, weil man es einfach so selten hat im Einsatz zum Glück, dass es einfach Wiederholung bedarf. An der Stelle möchte ich euch unbedingt den Podcast Pin-Up Docs von den Kollegen empfehlen. Die haben auch das Thema vor kurzem behandelt und wie ich finde, super zusammengefasst. Und ich höre das immer, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Und das ist einfach ideal. Das hört man kurz und kommt man irgendwann bei der Arbeit an und hat gleichzeitig ein Update im Hirn. Von daher Pin-Up Docs und Rettungsdienst FM, zwei ganz tolle Podcasts an dieser Stelle, wärmstens empfohlen. Silja, gibt es noch etwas, was wir vergessen haben? Mir fällt gerade nichts ein. Mir würde noch ein Medikament tatsächlich einfallen. Und zwar war ich ja anfangs gemeint, wir müssen mit der Sauerstoffgabe etwas haushalten, beziehungsweise die am Anfang, wenn es um die Blähmanöver geht, noch gar nicht forcieren, sondern mit Raumluft beatmen. Sobald wir aber anfangen, auf einem Kind herumzudrücken, mal ganz lapidar gesagt, ist das natürlich auch der Zeitpunkt, Sauerstoff aufzudrehen. Wir können leider an den wenigsten Geräten einstellen, wie viel Sauerstoff, wie viel FiO2 wir geben wollen, aber dann eben Vollgas. Das wäre mir noch wichtig. Okay, ja, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Sauerstoff, das gerne vergessene Medikament, weil man es immer so als gegeben hinnimmt. Okay, super Hinweise. Silja, vielen, vielen Dank, dass ich dich vor die Kamera bekommen konnte. Ich freue mich schon auf gemeinsame Einsätze, hoffentlich nicht so dramatisch, sondern eher die nette Art von Einsätzen.
Und ansonsten, wenn es Fragen und Antworten gibt, Anregungen, irgendetwas, unbedingt uns schreiben. Wir versuchen auf alles einzugehen. Gerne auch Kritik oder andere Lösungswege. Da haben wir viele auch andere Konzepte zu. Wir sind gespannt. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.